Als Kunststoffkleber bietet die Renia den Sündig Total an. Und zwar sowohl in Profipackungen für den Handwerksbereich, geht von 1 Liter über, also die Pinseldose 1 Liter über 4 Kilo bis 10 Kilo rauf. Und genauso als 90 Gramm Tube, als Wiederverkaufsartikel, den man dann als, ja, als Schuhmacher oder sonst als Ladengeschäft auch seinen Kunden anbieten kann. Was hier in dem Fall auch völlig zulässig ist, ist natürlich auch ein Gefahrstoff. Auch da muss man sich am Sicherheitsdatenblatt orientieren, aber das ist ein Produkt, was man bedenkenlos an Endverbraucher weiterverkaufen darf. Natürlich entsprechend gekennzeichnet, wie das hier ja auch zu sehen ist, das muss natürlich immer drauf sein. Gut, was kann man damit machen? Sündig Total ist ein Kunststoffkleber auf Basis Polyurethan. Hat man ursprünglich im Schuhbereich vor allem eingesetzt für PVC, Weich-PVC, wird aber auch gerne eingesetzt für alles, was halogeniert werden muss. Gerade die Schuhindustrie arbeitet im Regelfall da mit Kunststoffklebern, nicht mit Polychloroprenklebstoffen. Man kann damit Folien kleben, man kann damit natürlich auch Leder und Gummi kleben, überhaupt kein Problem. Gerade wenn man schwierige Materialien, weichmacherhaltige Materialien wie PVC miteinander verklebt, das heißt zum Beispiel PVC-Folien miteinander zu verkleben, im Haushalt, im Hobbybereich, sollte man vielleicht auch eher mit Vernetzer arbeiten. Das kann schon mal etwas schwierig werden, wenn der Weichmacher dann von allen Seiten kommt. Ja, es ist ein klar trocknender Klebstoff, sehr klar, genau wie die anderen Renia-Klebstoffe, nur in dem Fall eben sogar fast transparent. Das ist bei PU-Klebstoffen einfacher zu realisieren. Die offene Zeit ist für einen Kunststoffkleber relativ lang. Vor allem kann man ihn eben auch kalt verarbeiten. Die minimale Trockenzeit sind 5 Minuten, gilt für alle Anwendungen, natürlich genauso, wenn man es privat aus der Tube einsetzt. Auch da sollte man sich an die Gebrauchsanweisung halten, steht natürlich auch alles drauf, wie auch im Profibereich. Die offene Zeit sind bis zu 30 Minuten. Die 30 Minuten erreicht man, wenn man pressen kann, ja, also richtig mit einer hydraulischen oder einer Vakuumpresse. Aber wenn man eben nur hämmert, wie es eben zum Beispiel in der Absatzreparatur oder auch sonst im Schuhbereich häufig gemacht wird, dann sollte man schon nach Möglichkeit nach etwa 10 bis 15 Minuten kleben, weil das Produkt ansonsten zu stumpf wird. Aber im Vergleich zu industrieüblichen Kunststoffklebern, die man auch nur warm verarbeiten kann, ist es hier schon deutlich komfortabler, gerade auch fürs Handwerk, gerade für den Privatbereich. Eben dadurch, dass es auch kalt geht und dass man nicht unbedingt aktivieren muss.